Der morgendliche Gang zum Briefkasten. Bianca Petermann ahnt nicht, dieses Mal ist da eine böse Überraschung drin. Post vom Inkassobüro, das fordert Geld, mit Nachdruck. Man ist ja auch erschrocken, wenn man halt Post vom Inkassobüro kriegt und dann wird da schon mit gerätlichen Schritten gedroht. Da kriegt man eigentlich schon ein bisschen Schiss, sag ich jetzt mal. Wenige Tage später verlangt noch ein Inkassobüro Geld. Die Petermanns sollen nun zusammen rund 700 Euro zahlen. Beide Forderungen hält das Ehepaar für ungerechtfertigt. Doch die Inkassobüros machen Druck, drängen auf Zahlung. Pro de facto schreibt, dies sei die letzte Möglichkeit zur Vermeidung gerichtlicher Schritte. Und fragt, sind Sie sich wirklich über die Ernsthaftigkeit der Lage bewusst? Wir sind Vertragspartner der Schufa. Und die Firma Condor droht, gerichtlich gegen sie vorzugehen, sollten sie nicht zahlen. Für Verbraucherschutzanwalt Stefan Richter hat das Methode. Er meint, so drängen viele Inkassobüros zur schnellen Zahlung. Ihre Auftraggeber, oft Firmen, die Kunden mit Werbeanrufen ködern. Die meiste Kohle machen die damit, dass sie die Leute in Angst und Schrecken versetzen mit Inkassobüros, mit gigantischen Forderungen, mit Anwälten, die eingeschaltet werden und Sprüche da ablassen und Drohungen mit der Schufa etc. Und dann zahlen viele und das reicht denen. Auch die Petermanns sind in die Fänge von lästigen Werbeanrufern geraten. Firmen, die am Telefon den großen Gewinn versprechen. Bei zwei dieser Anrufe soll Bianca Petermann angeblich einen Vertrag abgeschlossen haben. Das behaupten zumindest die Gewinnspielfirmen und wollen dafür jetzt Geld. Für Petermanns völlig unverständlich. Sie bestreiten, je einem Vertrag zugestimmt zu haben. Doch die Win24 Gewinnspiel Service GmbH und Fortuna Tipp 49 drängen auf Zahlung. Nein, das würde ich nicht bezahlen. Das mache ich schon aus Prinzip nicht. Warum soll ich was bezahlen, was ich nicht in Anspruch genommen habe? Oder nee, da bin ich konsequent. Wir fragen bei den Gewinnspielfirmen nach. Bei Win24 ist man über die Aussagen von Frau Petermann sehr verwundert. Es gebe eine Gesprächsaufzeichnung, die den Vertragsschluss belege. Uns liegt der Teil des Mitschnitts vor, den Win24 als Zustimmung wertet. Allerdings ein deutliches Ja zum Vertragsschluss ist dort von Bianca Petermann nicht zu hören. Mittlerweile verzichtet Win24 auf die Forderung, trotz Tonmitschnitts. Daraus entstehen keine Ansprüche. Trotzdem haben diese Mitschnitte natürlich eine Funktion, sonst würden sie nicht stattfinden. Sie sollen nämlich dazu dienen, die Leute unter Druck zu setzen, ihnen glaubhaft zu machen, dass dort also ein wirksamer Vertrag geschlossen sei. Ob tatsächlich ein Vertrag besteht oder nicht, das prüfen Inkassobüros oft nicht. Da wird einfach Geld nur eingetrieben. So teilt uns die für Win24 tätige Pro de facto mit, man sei ein Massen-Inkasso-Unternehmen. Da könne man Forderungen nur durch Stichproben testen. Die Forderung von Bianca Petermann, so das Inkassobüro weiter, fiel nicht unter eine der Stichproben. Inkassobüros können also massenhaft Forderungen eintreiben, ohne genau zu prüfen. Das nutzen auch dubiose Geschäftemacher, um ihre unfreiwilligen Kunden mit Inkassobriefen unter Druck zu setzen. Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die mangelhafte Kontrolle durch den Staat. Das Vorgehen der Behörden in solchen Fällen, wo großer Schaden durch Inkassobüros angerichtet wird, ist offensichtlich völlig unzureichend. Denn sonst würde die Entwicklung nicht so laufen, wie sie gelaufen ist, dass nämlich immer mehr Inkassobüro in immer größerem Stile den Verbrauchern und das ohne Eigengefährdung großen Schaden zufügen können. Zuständig für die Kontrolle der Inkassobranche sind die Gerichtsverwaltungen. Die können was tun. Dort müssen Inkassounternehmen registriert sein. So ist das Kammergericht Berlin gegen die Firma Deutsche Zentralinkasso vorgegangen. Es gab allerhand Beschwerden von Leuten, die sich Forderungen ausgesetzt sahen, die durch die Deutsche Zentralinkasso gegen sie geltend gemacht wurden. Und die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus haben alle diese Beschwerden einzeln geprüft und haben insgesamt entschieden, dass die Registrierung zu widerrufen ist. Trotzdem bekommt Ines Suhrbier noch Post von der Deutschen Zentralinkasso. Die Firma klagt gegen den Entzug der Registrierung, kann deshalb bis zur Gerichtsentscheidung einfach weitermachen. Von Ines Suhrbier verlangt sie rund 150 Euro.
Sie ist in eine Abo-Falle getappt. Die deutsche Zentralinkasso soll das Geld eintreiben. Angst. Wenn man ein Inkassobüro einen Brief aufmacht, wo Inkassobüro drinsteht, hat man einfach Angst. Also der erste Blick und man hat erstmal geschockt. Die deutsche Zentralinkasso arbeitet unter anderem für die Betreiber der Internetseite outlets.de. Ines Surbier gerät auf die Seite bei der Schnäppchensuche. Übersieht dabei den kleinen Kostenhinweis. Arglos gibt sie ihre Daten ein und meldet sich an. Nachdem sie eine Rechnung erhält, widerruft die Rostockerin den Vertrag per Einschreiben. Die deutsche Zentralinkasso fordert dennoch das Geld. Sie machen sich keine Gedanken, dass sie auch Leuten überhaupt damit wehtun können oder Angst machen. Also für mich in meinen Augen komplett skrupellos. Ines Surbier will sich nicht einschüchtern lassen. Sie wird nicht zahlen. Zur Not will sie für ihr Recht vor Gericht kämpfen.